EA Po Productions liest Jules Verne, die Abenteuer des Kapitän Hatteras. Erster Band. Heute 21. Kapitel. Bennets Tod. Die Temperatur hielt sich während des 3. und 4. Juli auf 57 Grad Fahrenheit, plus 14 Grad Celsius. Dies war der höchste in diesem Jahr beobachtete Thermometerstand. Aber am 5. schlug der Wind um zu Südost und war von heftigem Schneegestöber begleitet. Hatteras erteilte, ohne sich um die üble Stimmung der Mannschaft zu kümmern, Befehl, unter Segel zu gehen. Seit 13 Tagen, nämlich seit dem Kap Dundas, war der Forward nicht einen Grad weiter nördlich gekommen. Daher war auch der von Clifton vertretene Teil der Mannschaft nicht befriedigt. Doch stimmten in diesem Augenblick ihre Wünsche mit der Entschließung des Kapitäns überein, im Kanal Wellington weiter hinaufzufahren, und sie machten keine Schwierigkeiten im Dienst. Es gelang nicht ohne Mühe, die Brigg-Segel fertig zu machen. Aber nachdem sie während der Nacht ihre Maste aufgesteckt, fuhr Hatteras kühn mitten durch die Eisblöcke, welche die Strömung südwärts trieb. Die Mannschaft hatte bei dieser gewundenen Fahrt viel Beschwerde, da sie oft genötigt war, die Segel anders zu passen. Der Kanal Wellington ist nicht sehr breit, zieht sich schmal zwischen der Küste von Norddavon im Osten und der Insel Cornwallis im Westen. Diese galt lange für eine Halbinsel. Franklin fuhr im Jahre 1846 von Westen her um sie herum. Der Kanal Wellington wurde 1851 vom Kapitän Penny auf dem Walfischfahrern Lady Franklin und Sophie erforscht. Einer seiner Leutnants, Stuart, der bis zum Kap Beecher unter 76 Grad 20 Minuten kam, entdeckte das freie Meer. Das freie Meer. Darauf stand Hatteras Hoffnung. »Was Stuart gefunden hat, will ich auch finden«, sagte er zu dem Doktor, »und dann kann ich mit Segeln dem Pol zufahren.« »Aber«, versetzte der Doktor, »fürchten Sie nicht Ihre Mannschaft?« »Meine Mannschaft«, sagte Hatteras barsch. Dann fuhr er leise fort, »die armen Leute«, zu großem Staunen des Doktors. Es war dies die erste Spur eines Gefühls der Art, welche er im Herzen des Kapitäns wahrnahm. »Doch nein«, fuhr dieser mit Energie fort, »Sie müssen mir folgen, Sie werden mir folgen.« Indessen hatte der Forward auch nichts vom Zusammenstoßen mit Eisströmen, die in Zwischenräumen voneinander trieben, zu fürchten. So kam er doch wenig nordwärts voran, weil widrige Winde oft zum Haltmachen nötig. Er fuhr mit Mühe an den Kap Spencer und Innis vorüber, und am 10. dienstags kam er endlich zu großer Freude Cliftons über den 75. Breitengrad hinaus. Der Forward befand sich an der nämlichen Stelle, wo die amerikanischen Schiffe Rescue und Advance unter dem Kapitän Haven so fürchterliche Gefahren zu bestehen hatten. Der Dr. Kane gehörte zu dieser Expedition. Gegen Ende September 1850 wurden diese, von einer Eisdecke umgeben, mit unwiderstehlicher Gewalt in den Lancaster-Sund zurückgetrieben. Shandon erzählte die Katastrophe dem James Wall in Gegenwart einiger Bootsleute von der Brigg. »Advance und Rescue«, sagte er, »wurden dermaßen von den Eisblöcken erschüttert, emporgehoben, hin- und hergeworfen, dass man die Feuer auf dem Schiff musste ausgehen lassen. Und doch sank die Temperatur bis zu 18 Grad unter Null. Während des ganzen Winters wurden die unglücklichen Mannschaften zwischen der Eisdecke festgehalten, stets bereit, ihr Schiff zu verlassen, und 3 Wochen lang wechselten sie nicht einmal die Kleider. In dieser fürchterlichen Lage wurden sie, nachdem sie 1000 Meilen weit getrieben, von ihrer Fahrt ab ins Baffins Meer zurückverschlagen. Man bedenke, welche Wirkung diese Erzählungen auf die moralische Haltung einer bereits übelgesinnten Mannschaft haben musste. Während dieser Unterhaltung sprach Johnson mit dem Doktor von einem Ereignis, welches in dieser Gegend vorgefallen war. Der Doktor gab ihm auf seine Bitte genau den Moment an, wo sich die Brigg unter 75 Grad 30 Minuten befand. »Hier ist's! »Eben hier«, rief Johnson, »das ist die unheilvolle Stelle.« Und bei diesen Worten traten dem wackeren Rüstmeister die Tränen in die Augen. »Sie wollen vom Tod des Leutnant Bennett erzählen?« sagte zu ihm der Doktor. »Ja, Herr Clawbonny, von dem tapferen Offizier, der so viel Herz und Mut hatte.« »Und hier also«, sagten sie, »fand die Katastrophe statt?«
gerade hier, an dieser Stelle der Küste von Nord-Devon. Oh, es ist bei alledem ein großes Verhängnis, und das Unglück wäre nicht passiert, wenn der Kapitän Pallen früher an sein Bord zurückgekommen wäre.« »Was meinen Sie damit, Johnson?« »Hören Sie, Herr Clawbonny, und Sie werden sehen, an welchen Fäden oft das Dasein hängt. Sie wissen, dass der Leutnant Ballard im Jahre 1850 seine erste Fahrt zur Aufsuchung Franklins mitmachte?« »Ja, Johnson, auf dem Prinz Albert.« »Als er nach Frankreich zurückkam, erhielt er im Jahre 1853 die Erlaubnis, auf dem Phönix, an dessen Bord ich mich als Matrose befand, unter dem Kapitän Inglefields in See zu gehen. Wir brachten nebst dem Brattlebaum Vorräte nach der Insel Beachy.« »Dieselben, die wir leider nicht mehr vorfanden.« »Die nämlichen, Herr Clawbonny. Wir trafen zu Anfang August auf der Insel Beachy ein. Am 10. desselben Monats verließ der Kapitän Inglefield den Phönix, um den Kapitän Pollen, der seit einem Monat von seinem Schiff, dem Nordstein, getrennt war, aufzusuchen. Nach seiner Rückkehr hatte er im Sinne, die Depeschen der Admiralität dem Sir Edward Belcher, welcher im Kanal Wellington überwinterte, zu übersenden. Nun kam kurz nach der Abfahrt unseres Kapitäns der Kapitän Pollen an Bord seines Schiffes zurück, dass er nicht vor Abfahrt des Kapitäns Inglefield zurückkam. Da der Leutnant Ballard besorgte, die Abwesenheit unseres Kapitäns möge sich hinausziehen, und da er wusste, dass die Depeschen der Admiralität pressierten, so erbot er sich, sie selbst zu überbringen. Er ließ das Kommando der beiden Schiffe dem Kapitän Pallen und reiste am 12. August mit einem Schlitten und einem Kautschukboot ab. Er nahm sich den Quartiermeister des Nordstamm, drei Matrosen, Madden, David Hook und mich. Wir vermuteten, Sir Edward Belcher möchte sich in der Nähe des Kap Beecher im Norden des Kanals befinden. Wir fuhren also in unserem Schlitten in diese Richtung und hielten uns dabei nahe am östlichen Ufer. Am ersten Tag kampierten wir 3 Meilen vom Kap Innes. Am folgenden Tag machten wir Halt auf einem Eisblock, etwa 3 Meilen vom Kap Bowden. Während der Nacht, die übrigens taghell war, entschloss sich der Leutnant Ballard, da das Land nur 3 Meilen entfernt war, dort sein Lager zu nehmen. Er versuchte 2-mal mit dem Kautschukboot hinüberzusetzen, aber beide Male trieb ihn ein heftiger Südostwind zurück. Harvey und Madden waren glücklicher. Sie hatten sich mit einem Seil versehen, um den Schlitten in Verbindung mit der Küste zu halten. Mit Hilfe dieses Seils wurden 3 Gegenstände hinübergeschafft, aber bei einem 4. Versuch fühlten wir, dass unser Block sich in Bewegung setzte. Der Ballard rief seinen Gefährten zu, das Seil loszulassen, und so wurden wir, der Leutnant, David Hook und ich, weit von der Küste abgetrieben. In dem Augenblick wehte der Wind heftig aus Südost und es schneite, aber wir liefen noch nicht große Gefahr. Nachdem wir unsere Gefährten aus dem Gesicht verloren, suchten wir zuerst Schutz unter dem Zelt unseres Schlittens, aber vergebens. Darauf begannen wir mit unseren Messern und sein Obdach in das Eis zu schneiden. Herr Ballard setzte sich eine halbe Stunde und sprach mit uns über die Gefahr unserer Lage. Ich sagte ihm, dass mir nicht bange sei. »Unter Gottes Schutz«, sprach er, »wird kein Haar von unserem Kopfe fallen.« Es war 6:15 Uhr vormittags am 18. August. Herr Ballard packte seine Schriften zusammen und sagte, er wolle nachsehen, wie das Eis schwimme. Kaum war er 4 Minuten weg, als ich, ihn zu suchen, um den Eisblock ging, worauf wir uns geborgen hatten, aber ich konnte ihn nicht sehen. Als ich zu unserem Obdach zurückkehrte, gewahrte ich seinen Stock auf der anderen Seite einer etwa 5 Klafter breiten Spalte, wo das Eis völlig gebrochen war. Ich rief ihn, erhielt aber keine Antwort. In dem Augenblick wehte der Wind sehr stark. Ich suchte weiter rings um den ganzen Block, konnte aber von dem armen Leutnant keine Spur entdecken. »Und was vermuten Sie?«, fragte der Doktor gerührt. »Ich denke mir, dass, als Herr Ballard unser Obdach verließ, der Wind ihn in diese Spalte trieb. Und da sein Paletot zugeknöpft war, konnte er nicht schwimmen, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Ach, Herr Clawbonny, das ist der ärgste Schmerz, den ich erlebt habe. Ich wollte es nicht glauben. Dieser brave Offizier, ein Opfer seines Diensteifers. Denn, wissen Sie, um den Instruktionen des Kapitäns Pallen zu folgen, wollte er noch vor dem Eisgang ans Land setzen. Ein wackerer Mann, von jedermann an Bord geliebt, dienstwillig, mutig. Ganz England hat ihn beweint, und selbst die Eskimos, als sie vom Kapitän Inglefield seinen Tod vernahmen, riefen mit Tränen wie ich, armer Ballard. »Aber Sie, Johnson, mit Ihren Kameraden«, fragte der Doktor gerührt, »wie sind Sie wieder ins Land gekommen?« »Wir, mein Herr, das hatte wenig auf sich. Wir blieben noch 24 Stunden auf dem Eisblock, ohne Nahrung und Feuer.
aber endlich trafen wir auf ein Eisfeld, das auf einer Untiefe festsaß. Darauf sprangen wir, und mit Hilfe eines Ruders, das wir noch hatten, zogen wir einen Eisblock bei, der uns zu tragen fähig war und sich wie ein Floß lenken ließ. So haben wir das Ufer erreicht, aber leider allein. Inzwischen war der Forward an dieser unheimlichen Küste vorübergekommen, und Johnson verlor die Stelle der Katastrophe aus dem Gesicht. Am folgenden Tag ließ man rechts die Bay Griffin und zwei Tage nachher die Caps Grinnell und Halpin. Endlich, am 14. Juli, fuhr man um die Spitze Osborne herum und am 15. ankerte die Brigg in der Bay Baring und am Ende des Kanals. Die Fahrt war nicht sehr schwierig. Hatteras fand das Meer fast ebenso eisfrei wie einst Belcher, als er mit dem Pioneer in dem L'Assistance bis zum 77. Grade fuhr und da sein Winterlager nahm. Dies war bei seinem ersten Winteraufenthalt von 1852-1853, und dann im folgenden Jahre nahm er von 1853 bis 1854 sein Quartier in dieser Bay Baring, wo der Forward eben ankerte. Infolge der Prüfungen und härtesten Gefahren musste er sein Schiff Assistance mitten zwischen dem ewigen Eis zurücklassen. Von dieser Katastrophe machte Shandon, der ebenfalls den entmutigten Matrosen etwas vorerzählen wollte, eine Schilderung. Hatte Hatteras Kenntnis von diesem Verrat seines ersten Offiziers? Man kann es nicht sagen. Jedenfalls schwieg er stille dazu. Auf der Höhe der Bay Baring befindet sich ein enges Fahrwasser, welches die Verbindung des Kanals Wellington mit dem Kanal der Königin bildet. Hier fanden sich die treibenden Eisblöcke sehr enge gedrängt. Hatteras bemühte sich vergebens, durch die Fahrwasser im Norden der Insel Hamilton zu dringen. Der Wind gestattete es nicht. Man musste daher zwischen der Insel Hamilton und der Insel Cornwallis hindurchzukommen suchen und verlor darüber über 5 kostbare Tage mit vergeblichen Anstrengungen. Die Temperatur neigte zum Sinken. Er sank am 19. Juli auf 26 Grad Fahrenheit, minus 3 Grad Celsius. Am folgenden Tag stieg sie wieder, aber dieses verfrühte Drohen des Polarwinters musste Hatteras veranlassen, nicht länger zu warten. Der Wind hatte eine Neigung, sich westlich zu halten und hemmte die Fahrt seines Schiffes. Und doch musste er eilen, an den Punkt zu gelangen, wo Stuart ein freies Meer antraf. Am 19. entschloss er sich, um jeden Preis in dem Fahrwasser vorzudringen, aber der Wind war durchaus entgegen. Zwar hätte die Brigg mit ihrer Schraube gegen die heftigen Windstöße ankämpfen können, aber Hatteras musste vor allem sein Brennmaterial sparen. Anderenteils war doch das Fahrwasser zu breit, so dass man die Brigg nicht ziehen konnte. Hatteras, ohne die Strapazen der Mannschaft zu berücksichtigen, nahm seine Zuflucht zu einem Mittel, welches die Walfischfahrer manchmal unter ähnlichen Umständen anwenden. Er ließ die Boote zum Wasserspiegel hinabbringen und dabei mit ihrem Takelwerk an den Seiten des Schiffes in der Schwebe halten. Diese Boote waren am Vorder- und Hinterteil mit Tauen fest angebunden und die Ruder wurden auf dem einen rechts, auf dem anderen links angebracht. Die Bootsleute nahmen die Reihe nach auf den Ruderbänken Platz und mussten kräftig rudern, so dass sie die Brigg dem Wind entgegen vorwärts brachten. Der Forward kam dergestalt in dem Fahrwasser langsam voran. Natürlich verursachten solche Arbeiten den Bootsleuten große Strapazen und man hörte sie murren. 4 Tage lang ruderte man in dieser Weise bis zum 23. Juni, wo man glücklich die Insel Baring im Kanal der Königin erreichte. Der Wind war fortwährend entgegen und die Mannschaft hielt es nicht mehr aus. Der Doktor hielt die Gesundheit der Leute für sehr erschüttert und glaubte bei einigen derselben die ersten Symptome des Skorbuts zu erkennen. Er versäumte nichts, um dies schreckliche Übel zu bekämpfen, da er reichlichen Vorrat von Zitronensaft und Kalkpastillen zur Verfügung hatte. Hatteras wusste wohl, dass er sich nicht mehr auf seine Mannschaft verlassen konnte. Milde, Überzeugung würden fruchtlos gewesen sein. Er beschloss daher, mit Strenge dagegen anzukämpfen und bei Gelegenheit unerbittlich zu verfahren. Ganz besonders misstraute er Richard Shandon und selbst James Wall, der jedoch nicht gar laut zu reden wagte. Hatteras hatte auf seiner Seite den Doktor, Johnson, Bell, Simpson, welche ihm mit Leib und Seele ergeben waren. Unter den Schwankenden waren Foker, Bolton, der Waffenschmied Wolston, der erste Maschinist Brunton, welche sich unter Umständen gegen ihn zu wenden fähig waren. Die übrigen, Penn, Gripper, Clifton, Warren,
spannen unverhohlen Aufruhrpläne. Sie wollten ihre Kameraden mit sich fortreisen, den Forward zur Rückkehr nach England zu nötigen. Hatteras sah wohl, dass er von dieser übelgesinnten und zumal von Strapazen erschöpften Mannschaft die Fortsetzung der bisherigen Manövres nicht mehr erlangen könnte. Er blieb 24 Stunden der Insel Bering gegenüber, ohne einen Schritt vorwärts zu tun. Inzwischen sank die Temperatur und unter diesen hohen Breitegraden spürte man schon den Einfluss des bevorstehenden Winters. Am 24. fiel das Thermometer auf 22 Grad Fahrenheit, minus 6 Grad Celsius. Während der Nacht bildete sich neues Eis und ward 6 bis 8 Linien dick. Wenn dazu auch noch Schnee fiel, konnte es bald stark genug werden, um einen Mann zu tragen. Das Meer bekam bereits die unreine Färbung, welche die erste Kristallbildung ankündigt. Hatteras verhehlte sich nicht diese beunruhigenden Symptome. Wenn die Fahrpässe sich demnächst verstopften, würde er genötigt sein, an dieser Stelle zu überwintern, weit vom Ziel seiner Reise und ohne das freie Meer, welchem er den Berichten seiner Vorgänger zufolge so nahe sein musste, auch nur gesehen zu haben. Er beschloss daher, um jeden Preis vorwärts zu dringen und einige Grade weiter im Norden zu gewinnen. Und da er sah, dass er weder mit seiner Mannschaft am Ende ihrer Kraft die Ruder verwenden, noch bei stets widrigem Wind die Segel gebrauchen konnte, so erteilte er Befehl, die Öfen zu heizen. EA Production.